Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland mit nur wenigen großen Städten und vielen kleinen Dörfern. Gerade auf dem Land sind viele Menschen unzufrieden, weil es wenige gute Jobs gibt und die Löhne nicht besonders hoch sind. Viele glauben, wir in Mecklenburg-Vorpommern sind besonders schlecht dran. Wir haben nicht die gleichen Chancen wie die Menschen in anderen Bundesländern. Die Schuld geben sie oft den bekannten Politikern von SPD und CDU. Viele haben deshalb aus Protest der neuen Partei AfD ihre Stimme gegeben. Sie sagen: Hauptsache, die AfD ist anders als die alten Parteien. Deren Politiker haben uns doch in den letzten Jahren nur enttäuscht. Von der AfD erhoffen sie sich einfache Lösungen für ihre Probleme. Und noch ein Grund. Obwohl bei der Wahl die Politiker für Mecklenburg-Vorpommern gewählt wurden, ging es auch um Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn dass die Kanzlerin sich dafür eingesetzt hat, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen durften, finden hier viele gar nicht gut. Auch aus Protest gegen die Kanzlerin haben viele AfD gewählt. Mit unserer Stimme für die AfD haben wir der Kanzlerin einen Denkzettel verpasst. Die AfD-Wähler hoffen so, dass sich die Politik beim Thema Flüchtlinge ändert.